Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mal an dieser Stelle mit einem Lob anfangen. Lang gediente Abgeordnete und Minister Backhaus ist immer interessiert an Debatten, insbesondere wenn sie sein Politikfeld betreffen, und geht auch auf Redebeiträge und auf die Situation ein. Und auch eben habe ich das beobachtet, dass er bei dieser Thematik, die uns ja auch alle betrifft, zumindest engagiert zuhört. Und dieses Empfinden habe ich aus dem Ausschuss schon heraus, wie auch mit Vertretern von Grünen oder FDP umgegangen wird. Ich selbst will das ja für mich gar nicht in Anspruch nehmen, aber auch wenn ich die Debatte verfolgt habe, bezogen auf die Bildungsministerin, dieses Engagement und der Umgang mit der Opposition, das kann ich einfach nur zurückweisen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn ich den Debattenverlauf verfolge, Herr Butzki, dann war ja die Botschaft Ihrer Rede, ist alles gut, läuft, wir brauchen uns keine Gedanken machen. Mit keinem Wort gehen Sie auf die Thematik ein, die zum Beispiel ich aufgerufen habe, Hilferuf der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker vor Ort. Und das Beispiel haben wir Vorpommern, Greifswald. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dort ein Bundestagsabgeordneter, Herr Malotki, sitzt, der dann einen Änderungsantrag einbringt, aufgrund der Tatsache, dass die Situation doch zumindest diskussionswürdig ist und dann der Kreistag mit sehr großer Mehrheit dem zustimmt, dann verstehe ich einfach nicht, dass Sie diese Themen, diese Probleme, diese Herausforderungen hier nicht thematisieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Rösler, wenn Sie dann als Fraktionsvorsitzende der Linken, nachdem wir schon eine Oppositionsrede der Ministerin gehört haben, wenn Sie dann tatsächlich als Gesamtbotschaft hier bringen, dass ein Ausschussmitglied der AfD im Ausschuss zugestimmt hat, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich habe vorhin tatsächlich doch, Sie haben diese Begründung geführt in Richtung der AfD, dass da ein Ausschussmitglied zugestimmt hat und warum die sich hier aufregen. Ich habe vorhin ganz bewusst nur den ersten Punkt vorgelesen von dem Beschluss des Kreistages und hatte es nicht vor, weitere Punkte vorzulesen. Aber wenn Sie jetzt versuchen, Tatsachen hier sich so hinzulegen, wie Sie sie brauchen, dann muss man der Öffentlichkeit noch mal sagen, in dieser Debatte, hier findet die Debatte statt, was auch in den Punkten 2 bis 4 steht, Änderungsantrag der CDU, und ich sage es noch mal, bis auf die AfD und die Abspalter haben alle anderen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die sich enthalten haben, alle anderen zugestimmt. Und in Punkt 2 steht, ich zitiere, die in der MV angedachte Beschulung der überwiegenden Zahl von bisher in Förderschulen unterrichteten Kindern in Regelschulen kann nicht der einzige Weg zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sein. Das beschließen Sie. Sie können gerne dazu noch mal sprechen. Und ich will auch in diesem Zusammenhang sagen, dass ich bei der letzten Debatte schon darauf verwiesen habe, dass insbesondere Bayern, Baden-Württemberg, auch in dem Fall Grün geführt und Rheinland-Pfalz in diesem Bereich eine ganz andere Strategie fahren. Die fahren nicht 1:1 die Strategie, so wie wir es jetzt tun. Ich werde jetzt weiterreden, damit ich im Zusammenhang meine Gedanken darstellen kann. Insbesondere Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel Schulen explizit ausgewiesen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Und Sie fassen so einen Beschluss. Punkt 3 des Kreistagsbeschlusses. Jedes Kind ist besonders. Daher muss für jedes Kind ganz nach seinen Möglichkeiten die bestmögliche Förderung angeboten werden. Außerdem ist dabei der Elternwille zwingend zu berücksichtigen. Das sind doch Punkte, die Sie dort bewusst beschließen. Davon gehe ich aus. Und mehr politische Kompetenz als ein Fraktionsvorsitzender aus dem Landtag der Linken in diesem Kreistag, um Debatten dort mit zu beeinflussen, mehr geht doch gar nicht. Und dann der vierte Punkt. Die Landesregierung wird deshalb aufgefordert, sicherzustellen, dass ein mindestens teilweise Erhalt der Förderschulen umgesetzt werden kann. Dieser Beschluss spricht doch für sich und Ihr Agieren an dieser Stelle, muss ich Ihnen ehrlich sagen, enttäuscht mich und spricht auch für sich. Und insofern bin ich dann bei der Arbeitsweise und bei den Inhalten, die hier wir weiter diskutieren wollen. Sie beschreiben einen Idealzustand. Herr Butzki beruft sich auf Inklusionsfrieden, auf Absprachen von vor Jahren. Ich will es nicht alles wiederholen, dass sich Rahmenbedingungen geändert haben. Aber der Idealzustand ist doch nicht mehr gegeben. Frau Wegner hat doch zu Recht in Richtung der AfD gesagt, sie sollen sich mal Gedanken machen, wie stärken wir regionale Schulen. Bei diesen Rahmenbedingungen, Augen zu und durch und dann die regionalen Schulen sozusagen mit der Thematik Förderschulen, Schwerpunkt Lernen dann zusätzlich zu belasten in der jetzigen Zeit,
erwarte ich zumindest darüber, dass wir diskutieren, Inklusion mit Augenmaß, ist die Zeitschiene noch okay, was sind die Rahmenbedingungen, was Lehrerbelastung betrifft, Schulbau etc. Und wenn Sie nicht bereit sind, mit uns zu diskutieren, mit der Opposition über diese Tatsache und sich auf den Inklusionsfrieden aus der letzten oder vorletzten Legislaturperiode berufen und Sie selbst reflektieren, was haben Sie in den 2 Jahren zum Thema Inklusion gemacht? Haben Sie mit dem Landtag die Diskussion gesucht? Haben Sie mit der Opposition die Diskussion gesucht? Im Ausschuss habe ich selbst, ich glaube im Oktober letzten Jahres, es endlich mal auf die Tagesordnung gesetzt. Wo bleiben Ihre Aktivitäten, um uns mitzunehmen? Es gab eine Runde auf mein Drängen. Sie, nach meinem Kenntnisstand, haben Sie noch nicht einmal versucht, zum Beispiel die Kollegen der Grünen, habe ich gefragt, oder der FDP, Sie mit ins Boot zu bekommen, um diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu diskutieren. Da machen Sie null. Wenn das Ihre Arbeitsweise ist, sage ich Ihnen ganz persönlich, bin ich als Person und wir als CDU bei diesem Inklusionsfrieden raus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Einen Moment bitte. Es liegen 2 Anträge.